Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal wieder einen Key und zum ersten Mal seit mehreren Wochen. Seht ihr ja vielleicht, sind wir wieder eulig unterwegs, beziehungsweise ich darf wieder Eule spielen, durfte ich ja vorher auch, aber letzten Endes, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Tatsache, dass ich vorher einiges nicht so in dem Umfang machen konnte oder auch wollte, weil ich ja wusste hinsichtlich des Raids, ich spiele Feral oder ich werde Feral spielen. Hier jetzt weiß ich aber, Tindral ist tot. Tindral ist tot, das ist gut. Und jetzt geht es für mich hauptsächlich eher darum, ich muss ein bisschen was nachholen, was ich die letzten Wochen eben dadurch verpasst hatte. Heißt, ich konnte meine Aspect-Tokens nicht wirklich für Eule ausgeben. Ich musste hier und da was zusammensparen. Ich musste gewisse Items, die ich sonst nicht mitgenommen hätte, aus der Vault mitnehmen und musste die dann auch aufpowern, etc. pp. Also es waren so ein paar Sachen, die ich bedenken musste an der Stelle. Und damit sind wir jetzt, ehrlich gesagt, so ziemlich durch. Und das heißt, wir können uns wieder voll und ganz drauf konzentrieren, hier ganz geschmackvoll und gehaltvoll und nicht zu sterben, erstmal an der Stelle, aber jetzt wieder ein bisschen mehr Eule zu spielen. Da freue ich mich sehr drauf. Tatsächlich kann ich schon eine Sache gleich zeigen, was ich schon zumindest vorbereitet habe, wo ich mir wieder Aspect-Tokens für gespielt habe. Es wird sich ein bisschen was an meinen Embellishments ändern. Also aktuell spiele ich ja die Boots plus das Gürtelchen mit einer Macht des Verfalls drauf. Ich habe aber schon auf Tasche die Elementarschleife plus die Kordel des ewigen Wächters. Heißt, ich werde dann wieder Lariat spielen. Weil grundsätzlich der Lariat ist ab 8 Sockeln. Also heißt, wenn du dein Gear komplett gesockelt hast, stärker als diese Kombination aus den Boots und so einem Gift-Patch, nenne ich es jetzt einfach mal. Wenn ihr wissen wollt, ob das für euch auch zutrifft, ich habe es für mich mal durchsimuliert und kriege tatsächlich dadurch einen DPS-Gain von über 2000, also durch das Austauschen dieser Items. Dementsprechend ist das definitiv sehr worth it. Und ja, jetzt versuche ich hier halt hauptsächlich, ihr habt es vielleicht gesehen, der Gürtel, da fehlt jetzt noch ein Item-Level, bis er auf 489 ist. Das farme ich mir jetzt hier zusammen. Und danach gilt es eigentlich nur noch, genug Aspect-Tokens zu farmen, dass ich mir noch einen Ring craften kann. Und zwar, dass ich den hier austauschen kann. Wobei ich mir tatsächlich nicht sicher bin, wenn ich durchsimuliert hatte, die Craft-Ringe, sie waren immer besser als der hier. Das auf jeden Fall. Aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher, das müsste ich nochmal genau simmen, ob ein zweiter gecrafteter auf 486 ebenfalls stärker wäre als der. Weil hier einfach so viel mehr Meisterschaft drauf ist, als ich mit dem gecrafteten Ring bekommen könnte. Also kann es sogar sein, dass selbst dieses Bums-Ding auf 476 besser ist als ein 486er gecrafteter, weil eben so viel mehr Meisterschaft drauf ist. Und Meisterschaft ist halt ein ziemlich saftiger Stack für die Eule. Muss man einfach so sagen, kann man so sagen, nennt es wie ihr wollt, I don't care. Wir sind jetzt hier unterwegs im immergrünen Floor auf plus 21. Es hat sich ja neulich jemand mal beschwert, ich sollte mal mit meinen Chars nicht immer so, ich zitiere, Scheißkies laufen. Dementsprechend, heute laufen wir mal keinen Scheißki. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt immer noch keine Motivation, in irgendeiner Form Rating zu pushen mit meinen Chars. Aber was man machen kann oder was ich mir gerade dachte, wenn ich eh schon gerade dran bin und hier irgendwas laufen muss, dann kann ich auch jetzt mal Keys spielen, die, wenn ich reinkomme, höher als plus 20 sind. Und hier immer grüner Floor habe ich noch plus 18 stehen auf Tyrannisch. Also der hier dürfte, sollten wir ihn timen, sogar ein bisschen Score geben. Ein bisschen. Achso, er spielt erst Trash, so wie es aussieht, oder? Spielt er erst Trash? Okay, er spielt erst Trash. Was ich sehr gut finden würde an der Stelle, oder gefunden hätte, wäre einfach gewesen, dass er die Blüten mit 10 Stacks platzend dann einfach in den Boss reinknallt. Ich finde, das wäre eine sehr vernünftige Aktion gewesen. Hätte den Heiler erfreut und hätte mich erfreut. Und ja, ist eigentlich ein ziemlicher Pussy-Move, dass wir das jetzt nicht machen. Aber dann können wir wenigstens jetzt schön auf 10 Stacks hochgehen, würde ich schätzen.
Oh, schade. Toll. Der Monk, der alte miese Peter, hat sogar das weggenommen, weil er uns mit seinem CD alle dispelt hat. Das macht mich ja richtig traurig. So, Bossfight. grundsätzlich immergrüner Flor, ein sehr guter Dungeon für Eule. Kann man nicht anders sagen, weil hier passiert einfach so viel in Sachen Trash, dass du. Wie soll ich sagen? Man hat jede Menge Zeugs zum Damagen. Darauf wollte ich, glaube ich, hinaus. Jetzt hier, der Boss ist jetzt erstmal nicht so spannend, ne? Man kennt das ganze Spiel. Wir legen jetzt erstmal so eine schöne Schutzwand aus diesen Gewächsen um ihn rum. Danach, wenn das erledigt ist, ziehen wir. Ich weiß gar nicht, ob wir Kampfrausch ziehen werden. Weiß ich noch nicht. Oder ob wir uns das aufheben für den zweiten Boss, weil damage-technisch sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Ja, wir ziehen Kampfrausch. Und. Wir jodeln jetzt volles Brett hier in den Boss rein. Das war nicht so gut abgelegt von mir. Und damit Abfahrt. Eckhart. Okay, da kommt eine Sphäre an den Boss. Die soll mir aber jetzt erstmal egal sein für den Moment. Scheiße, warum kaste ich da Sternfeuer? Wir werden es nicht erfahren. Okay, ich wollte gerade mal testen. Ich habe so lange hier nicht mehr drin Eule gespielt. Ich wollte gucken, ob ich die zurücknocken kann. Wie wir gesehen haben, kann ich nicht. Dementsprechend war das eine relativ schnelle erste Phase. Aber auch hier, würde ich jetzt mal behaupten, ist nicht so wild. In einer hätten wir den Boss eh nicht durchdrücken können. Und wir hätten so oder so eine zweite gebraucht. Und von daher legen wir jetzt einfach den Shit hier nochmal vernünftig außen rum. So. Ich achte jetzt auch nicht zu genau aufs Movement. Muss der Heiler halt ein bisschen gegenheilen, ne? Man kennt es. So. Hier wäre noch eins ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Und da kommt sogar noch eins hin. Und ich habe die falsche Finsternis getriggert. Das war dumm. Ich wollte sagen, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, Arkanpulsar in den Cooldowns hier zu poppen. Dafür fehlen mir jetzt noch 100. Astrale Macht. Vielleicht schaffe ich es doch noch. War jetzt halt auch nicht so super smart, dass ich in die falsche Finsternis gegangen bin. Aber ich werde es doch noch schaffen. Guck mal an. Guck mal an. Das heißt, jetzt gibt es nochmal ein bisschen Damage. Und das dürfte, wenn alles ideal läuft, reichen, um den Boss jetzt zu töten am Ende. Das wird sogar sehr wahrscheinlich reichen, um den Boss zu töten. Nein. Ich fasse wieder falsche Finsternis. Oh, Baby. Das nehmen wir kurz mit. Der Cast musste durch. I'm sorry, Mr. Healer. Aber wenn man Damage pumpen möchte, dann muss man auch mal sowas mitnehmen. So, alles in allem sieht doch ganz gut aus. Wo stehen wir jetzt hier? 313k DPS. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Wahrscheinlich nicht so. Also zumindest bei der Größe der Puls wäre wahrscheinlich teilweise ein bisschen mehr drin gewesen. Hätten wir noch größere Puls gemacht. Aber ist ja auch letzten Endes Wurst. Wir sind jetzt hier. Nicht um einen neuen Damage-Rekord aufzustellen, sondern wir sind hier, um diesen Dungeon zu schaffen. Weiß nicht, mir ist alles egal. Selbst der Score. Ich brauche einfach nur die Aspect-Token. Mehr brauche ich aktuell nicht. Dementsprechend, kein Fuck-up hier drin zu haben, wäre sehr, sehr nice und wichtig und würde mich erfreuen. So, jetzt haben wir eine doofe Situation. Ich bin bei 100 Astral Power. Aber bin nur noch einen Cast davon entfernt, meinen Arkanpulsar zu triggern, also wo ich wieder Cooldowns kriege. Und das für den einen Mob lohnt sich halt echt überhaupt nicht. Deswegen haben wir es jetzt mal an der Stelle bis hierhin gehalten. Und jetzt wäre es halt geil, wenn er noch mehr mit reinpullen würde. Dann könnte ich noch ein bisschen. Oh ja, da ist ein bulliger Berserker. Ah, aber Cooldowns sind schon rum. Sad Times für Eulen. Sad Times. 3, 2, 1, AOE. Jetzt mal gucken. Ich hoffe, der nächste Pull wird ganz gut. Ich habe wieder Cooldowns ready. Ich würde sie gerne schon noch gerne einmal vor dem nächsten Boss ziehen. Aber das muss dann halt jetzt passieren. Und wenn wir jetzt nur so ein oder zwei Mobs pullen. Naja, das geht schon.
Das geht schon. Wenn wir jetzt nur so ein oder zwei Mobs gepult hätten, das wäre jetzt halt nicht so super ergiebig gewesen. Aber so ist schon okay. Kommen jetzt keine mega satten Zahlen bei rum. Aber, ja. Es wird reichen, um seine Cooldowns verargumentieren zu können. Da kommt sogar noch ein Berserker mit dazu. Wichtig, jetzt stirbt der andere Shit. Können wir umsteigen auf Zorn. Ziehen wir mal Nature's Vigil mit rein, um ein bisschen Heilung zu unterstützen. Wobei, jetzt ist auch egal. Cooldowns sind, Stacks sind wieder von uns runter. Passt. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Oder so. So. Oh, Baby. Please, macht bitte nicht so viel Schaden. Ich muss hier meinen Arcan-Pulsar triggern können. Jetzt. Oh, Baby. Jetzt könnte man noch mal ein bisschen was bei rumkommen. Und das ist das, was ich eben meinte. Es ist wirklich, auch als Eule, sehr situativ abhängig, wie gut man da gerade performt. Gerade hat... Nein, scheiße. Da war ich zu gierig. Da wollte ich unbedingt noch meinen einen Cast durchkriegen. Not smart, not smart. Aber immerhin ticken noch meine ganzen Dingsies drauf. Für 400k DPS reicht es noch knapp. Schade. Der Pull wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Aber gut. Aber gut, können wir nichts machen. Interessant wird meines Erachtens nach hauptsächlich jetzt der letzte Boss. Oder der nächste Boss, nicht der letzte. Der nächste Boss. Weil ich mir da noch nicht so sicher bin. Also in der Theorie bin ich mir da immer noch nicht so sicher, wie gut der jetzt klappt. Auf der anderen Seite mit der Gruppe hier sind wir eigentlich ganz solide unterwegs. Von daher gehe ich davon aus, dass das schon passt. Achso, und bevor es nochmal jemand schreibt. Ich weiß, dass ich mit Gestaltwechsel aus dem Umschlingend rauskomme, aber warum sollte ich es tun? Es bringt mir halt einfach nichts. Damit bin ich mindestens zwei Global Cooldowns gezwungen, nichts zu tun. Während ich in der Zeit, in der ich mich rauslaufe, halt einen Sternensog drücken kann oder selbst ein Sonnen- oder Mondfeuer. Wenn man Instants hat, die ich in dem Moment nutzen kann, und die habe ich, ist es fast immer sinnvoller, einfach rauszulaufen und seine Instants zu drücken und damit noch ein bisschen Schaden, also wenn man jetzt rein vom Schadens, ne, Aspekt ausgeht, ist das der sinnvollere Weg an der Stelle. Der Rest, es gibt mit Sicherheit auch Situationen, weiß nicht, wenn man sich gerade nicht bewegen kann oder so, wo es sinnvoll oder Sinn macht, die Gestalt zu wechseln, aber in dem Fall war das definitiv nicht so. So, jetzt auch hier wieder guter Boss für Eule. Cooldowns sind ready. Mage Kick left. Yes, sagt er. Ich kann aber auch ein bisschen drauf aufpassen. So. Wir bringen auf jeden Fall schön die Dots auf alle drauf. Und dann... Okay, jetzt habe ich den einfach gekickt. Egal. Muss der Magier sich doch um den Linken kümmern. Oh, Baby. Das war... Close. Sollte ich näher an dem Monk stehen? Vielleicht? Hilft ihm das? Ich gehe mal ein bisschen rüber. Zumindest schaden kann es wahrscheinlich nicht. Und jetzt sind meine Cooldowns weg. RIP. Und da kam Revitalisieren Cast durch. Toxic. Also so viel zum Kicken. Hätte ich doch mal aufgepasst. Geben dem Monk mal das Anregen mit. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst und bin in der falschen Finsternis. Toll. Ich bin tot. Oh, ich habe auch noch... Ich habe einen Melee-Hit gefressen. Und jetzt ist der Heiler tot. Shit. Aber wir haben noch einen Retz.
Aber ich werde wieder sterben. Alter. Kick, 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 kick. Wipe. Och. Holy shit. Das ist das, was ich meine mit diesem Boss hier. Der ist auf jeden Fall immer wieder für den ein oder anderen Fuck-up gut. Immerhin. Ich liege zwar am Boden, aber das Gröbste sollten wir jetzt geschafft haben. So, Problem an der ganzen Geschichte war jetzt eher, dass wir absoluten Minusschaden hatten. Also, dafür, dass ich halt so lange tot bin, oder war, ist zumindest der Abstand zum Magier, sollte eigentlich größer sein, aber ist ja wurscht. Was haben die für ein Item-Level? 479, 475, 477, 481. Holy shit. Habe ich ja richtig viel im Vergleich. Richtig viel. So, auf jeden Fall habe ich damit meinen 300k DPS-Run versaut. Mit den beiden Toten. Das war nicht gut. Ja, müssen wir mal schauen jetzt. Also, wie gesagt, da werden jetzt am Ende keine Riesenzahlen mehr bei rumkommen. Leider. Aber ein In-Time sollte es nichtsdestotrotz werden. Das ist das Wichtigste. Need Aspect-Tokens. Und dann schauen wir mal. Wobei, ich glaube, der nächste Boss wird auch nochmal fies. Wir haben halt nicht den übertrieben krassen Giga-Damage. Leider, wenn man ehrlich ist. Nein, ich wollte ihn kicken. Targeted. Oh boy, Arcan-Orb auf mir. Nice, die habe ich schön mit der Brust genommen. Volley abtropfen lassen und dann per Dropkick vollendet. Oben ins Eck. Putz. Bait. Bait, das machen wir auch. Diesmal gehe ich ein bisschen weiter weg. Targeted. So, passt. So ist besser. So ist besser. Haben wir überhaupt genug Trash? Ich weiß, diese Assistenten geben nicht so viel. Und 82% zum jetzigen Zeitpunkt erscheint mir etwas wenig. Könnte eng werden, könnte aber auch gerade noch so reichen. Ich bin mir gerade noch nicht schlüssig. Das sollte ich mir mal wieder angewöhnen, dass ich warte, bis der Melee dran steht, bevor ich irgendwas mache mit meinem Beam. Oh boy, oh boy. So, mein Trinket ziehe ich jetzt bewusst nicht, weil ich heb mir das lieber für den Boss auf, auch wenn es overall mehr Damage machen würde. Aber ich traue der ganzen Geschichte noch nicht so, dass wir richtig gut durch den Boss durchkommen. Der Heiler hat jetzt auch nicht das allerhöchste Gear. Was ja an und für sich nicht so schlimm ist, aber tatsächlich ab 20 skaliert es von Key zu Key halt doch eine Ecke höher. Und wir haben nicht genug Trash, meine ich. We will see. Aber ich glaube, jeder von denen gibt nur um die 1%. Das heißt, wir müssten höchstwahrscheinlich knapp scheitern. Yes. Oh boy. Nächster kleiner Fehler. Der jetzt nicht weiter schlimm ist. Okay, Kampfrausch kommt direkt, das ist gut. Jetzt können wir hier Nature's Vigil mit reindrücken und ein bisschen mitheilen. Das sollte zumindest hier für den Anfang ganz gut helfen. Und wahrscheinlich, glaube ich, sollte ich auch derjenige Spieler sein, der die Orb baitet. 3, 2, 1.
Schlagen Sie keinen Frost! Heieiei. So, Eule ist teilweise halt auch echt ziemlich schwach auf der Brust, ne? Muss man mal ganz klar so sagen. So, Kampfrausch rum. Das Ding ist auf mir. Ich mach mal ein Roar. Better safe than sorry. Wir hätten theoretisch auch wieder ein Battle Rats. Okay, jetzt muss ich aufpassen, sonst sterbe ich. Okay, guter Heiler. Guter Heal da gerade an der Stelle. Der war wichtig. Sicher vertragen Sie keinen Frost. Oh boy. Da habe ich kurz die Befürchtung, dass ich das Ding mitnehmen werde. Bait. Ich habe doch das Trinket gedrückt, Junge. Was diese, ey. So, wir ziehen Dev-CD. Sicher, sicher. Und stirb, stirb, stirb. Gut. Das war erstaunlich geschmeidig. Du at first. Ja, ist wahrscheinlich besser. Du läufst der Spinne. Ach, da kommt man da runter. Ah. Tatsächlich, an der Stelle des Dungeons war ich noch nie in der M+. Ah, mich mal schnell dispellen. Das Hammer. Jetzt kann ich mich nicht mehr dispellen. Das hat der Heiler gemacht. Jetzt schon wieder auf mir! Sag mal! Ich glaube, es geht los, meine Damen und Herren. Ich glaube, es geht... Und schon wieder auf mir. Das ist toxisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, aber jetzt. 8 Minuten noch. Wir haben den Endboss. Kampfrausch kriegen wir nicht mehr unter. Nach allen Regeln der Kunst sollte das machbar sein, jetzt an der Stelle. Aber wir wissen auch, es ist World of Warcraft, es ist Mythisch Plus, da kann sehr viel passieren. Deswegen freuen wir uns lieber nicht zu früh. Jetzt nicht zu nah am Boss stehen, nicht näher als der Tank zumindest, nicht, dass er mich haut. Das wollen wir nicht. So. Und... Alter. Das war das Dümmste, was ich gerade hätte tun können. Das war so unfassbar dämlich. Ich bin ehrlich, ich habe nicht aufgepasst, in welche Richtung er den Boss gedreht hat. Ich bin halt davon ausgegangen, dass er ihn komplett gerade nach vorne gucken lässt. Wie das meistens der Fall ist und nicht so ein Stück noch seitlich. Aber... Damit möchte ich jetzt nicht wem anders die Schuld geben, außer mir. Das war so dumm. Und wahrscheinlich werden wir sogar deswegen wipen. Weil das Ed jetzt nicht schnell genug stirbt. Ah, knappes Ding. Knappes Ding. Aber auf jeden Fall, ich habe halt komplett meine Cooldowns gewastet. Sehr gut. Bin quasi genau in dem Moment gestorben, wo ich alles gezogen habe. Cooldowns und Trinket. Das war also fantastisch. AOE. So, Ed kommt. Dafür kann ich jetzt immerhin Arkanpulsar triggern. Das sollte dafür helfen, dass wir dieses Ed ein klein bisschen schneller kaputt bekommen. Ja, ich habe halt gar nichts mehr. Ich hätte noch in Bär gehen können, aber... Ja, well. Das ist ein Wipe, würde ich sagen.
Ich würde tatsächlich sagen, es macht, würde mehr Sinn machen, wenn sie sich jetzt ablegen. Den Boss werden sie nicht schaffen, glaube ich, zu viert. Einfach vor dem Hintergrund. Den Boss als solches schon, aber nicht das Ed. Das zerpflückt halt gerade alles hier. Beziehungsweise, ja, und jetzt der Magier tot. Wipe fast. Oh boy. Komm, 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 stirb! Resette doch! Ist halt auch toxisch, dass man hier direkt zu Beginn rauskommt. Den Pull habe ich wahrscheinlich, also... Den Pull habe ich höchstwahrscheinlich gekillt. Ich weiß nicht, ob wir später vielleicht noch gestorben wären. Aber es hat zumindest nicht geholfen, dass ich mich da am Anfang abgelegt habe, sagen wir es so. So, auf ein neues. Wir haben noch 3 Minuten 41. Okay, diesmal hat sich keiner direkt abgelegt. Das ist ein gutes Zeichen. 3 Minuten 41 diesen Boss zu töten. Es wird kurz vor Schluss Kampfrausch ready. Das auf jeden Fall. Allerdings bin ich mir da noch nie so schlüssig. Ich weiß es nicht, ob es reichen wird. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich werde jetzt auch auf Starfall weitestgehend verzichten, sondern nur Single-Target auf dieses Ad gehen. Das muss schnell sterben, bevor wir in diese Phase gehen hier eigentlich. Also wir haben zu wenig Schaden, das kann man auf jeden Fall sagen. Das Ad lebt zu lange. Das Ad lebt zu lange. So, jetzt haben wir in einer Phase nicht mal 75% geschafft. Nicht so gut. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen, den Boss. So sehr ich es mir wünschen würde. Aber... Das wird sehr knapp. Kampfrausch in 60 Sekunden. Der könnte uns vielleicht den Arsch retten. Wenn man ehrlich ist. Clear. So, jetzt super Katzenspeed aktivieren. Oh boy, da sind Peitscher übrig. Da sind Peitscher übrig. AOE. Ah. Oh boy, 1 Minute 41. Noch. Ich kriege am Ende sogar nochmal CDs ready. AOE. Oh Gott, das wird so unfassbar knapp. Also ich glaube trotzdem, wir werden es nicht schaffen. Okay, der Ad-Damage war gut. Der Ad-Damage war tatsächlich gut. Jetzt die Scheiße hier mit dem Laufen nicht noch ständig dazwischen hätten, ne? Kampfrausch. Kampfrausch, Kampfrausch. BL, 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 please. Please, please, BL! Please! Fuck it. Wenn du nicht reagieren tust, dann ich muss trommeln. 30 Sekunden. Ne, das wird nix. Clear. 8%, 7. Alter, so knapp, das kannst du mir nicht erzählen. Alter. Ist das bitter. 3. Weiß nicht, 5 Sekunden. 5 fucking Sekunden.
Ist das bitter? Ist dieses bitter? Aber gut, was willst du machen? Das war definitiv mein knappster Key dieser Season. Und leider halt auch nur 5 Aspect Tokens. Heißt, ich kann nichts aufwerten. Perfekt. Eieiei. Sehr ärgerlich. Also, klar. Am letzten Endes, wie soll ich sagen? Theoretisch, wenn du es so willst, kannst du sagen, dass meine Tode sehr ausschlaggebend waren bei beiden Bossen. Der letzte Vibe geht auf mich. Plus der Vibe beim dritten Boss hat auch nicht geholfen. Das hat auf jeden Fall die Zeit gekostet, die wir gebraucht hätten. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn der Magier 110, 115 Millionen weniger Schaden macht, man hätte es mit ein bisschen mehr Schaden auch so hinbekommen können. Deswegen sehr, sehr ärgerlich, aber gut, kann man nichts machen. It is what it is. Dafür habe ich jetzt zumindest den Key rum, whatever, ausloggen und einfach nicht mehr dran denken. Bis dahin, danke euch fürs Zusehen, gute Zeit, reingehauen.